Herzlich willkommen und zurück zu Banished. Yeah, unsere Farmer farmen und die Rehe chillen am Flussufer. Wir bauen hier ein neues Forest, einen neuen Forester. Nein, wir bauen ihn noch nicht. Es pausiert, weil uns fehlt es wie immer an Arbeitern. Aber das macht nichts. Geplant ist, dass wir hier auf jeden Fall ein schönes Waldgebiet haben, auch wenn es nur dieser Streifen ist. Ich mache es mit Absicht so, weil ich baue eigentlich immer. Ich hätte ihn auch hier hinbauen können. Aber ich erwische mich immer dabei, wie ich dann Stück für Stück immer wieder in das Gebiet meines Foresters hineinbaue, so wie das hier der Fall ist. Und jetzt im Endeffekt hat er doch nur diesen kleinen Streifen hier hinten, den er abbauen kann. Deswegen mache ich es direkt so. Da ich hier sowieso nichts bauen will, kann der Forester hier auf diesem Stück hier machen, was er will. Das ist der Plan. Ich hoffe, es funktioniert. Ich brauche den Bau gar nicht zu pausieren, weil ich habe ja keine Bauarbeiter ausgewählt. Ich habe nur zwei Sammler. Und so lang wird halt nicht gebaut, aber die holzen schon mal die ganzen Bäume hier ab, was einen Haufen Holz liefert. Das ist schon mal sehr gut. Dann gibt es nämlich dick Holz. Feuerholz haben wir 111 und 9. Und sehr viel Eisen. Und ich hoffe, der Schmied produziert jetzt mal diese Eisenwerkzeuge. Ja, tatsächlich. Es passiert was. Weil die Leute schreien nach Werkzeug. Die wollen bauen, die wollen arbeiten, aber sie können nicht. Gebt uns Arbeit! So, wir spielen wie immer zusammen mit meiner guten Frau Irrlichtart, die den gleichen Seed hat wie ich. Und wir spielen quasi Koop in verschiedenen Spielen. Na? Wie läuft's bei dir? Welches Jahr? Du bist ein bisschen hinter mir, ne? Weil ich die ganze Zeit auf zweifacher Geschwindigkeit spiele. Early Summer 3. Dann bist du ziemlich ein Jahr hinter mir. Ich bin jetzt Sommer 4. Mir hat jetzt gerade Werkzeugproduktion gestartet. Ja, das war, die schreien bei mir auch noch Werkzeug. Ah, jetzt habe ich kein Leder mehr. Aber ich habe warme Kleidung wieder 20. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich den Schneider, den Taylor mal wieder wegmachen, weil ich habe sowieso kein Leder. Und sammle mal wieder ein bisschen Leder und dann kann der Taylor mit laboren. Die Farmer farmen. Oh, jetzt geht uns die Nahrung aber wirklich schon mal. Aber obwohl in den Gebäuden selbst ist ja auch noch Nahrung. Guck mal, was die alles... Oh, die haben mehr wie genug noch in den Gebäuden. Ich wollte gerade sagen, also meiner lebe the circle of life dort, meine Häuser. Also. Ja, das irritiert immer. Man denkt, man hätte keine Nahrung. Und dabei haben die hier sehr viel noch eingelagert in ihren Häusern. Finde ich aber cool, das sind Prinzip. Macht ja Sinn. Ich meine, du holst dir 8 Vorräte Hemd. Und die Wucht gesagt hast, ne? Du fahrst dir nicht für jedes einzelne Bissen, fahrst dir nicht eine Lidl, also. Für jedes Brötchen einzeln. Oh, ich hab Hunger, ich fahr gerade in die Lidl. Kaufst dir ein Brötchen und dann. Oh, ich hab wieder Hunger, ich fahr wieder in die Lidl. Ich achte in so Games von der Wegeoptimierung. Oder Aldi, oder? Nicht schlecht, muss ich sagen. Nee, gefällt mir gut. Wenn sie so ein bisschen denken. Ja, was hier Holz rumliegt. Geil. Der Steinbruch. Oh ja, der wird gut gebaut. Dazu kann ich mal noch überlegen, wo mache ich denn ein Lager hin, ein zweites. Ich würde gerne nämlich doch hier noch eine Barren bauen. Eine Storage Barren. Brauche ich überhaupt eine Storage Barren hier? Ich will die halt nicht so... Storage Barren ist für Essen, Werkzeug, so Sachen, ne? Ja, gut, vielleicht baue ich dann doch noch eine hier hin. Dass die nicht immer so weit rennen müssen für jeden Mist. Eine Storage Barren, hier vielleicht ein paar Häuser. So eine Reihe Häuser hinbauen. Das könnte man tatsächlich überlegen. Ich mache jetzt erstmal hier fertig. Wir sollen jetzt erstmal gucken. Weil wir haben ja hier die Häuser noch nicht fertig gebaut. Könnte ich hier nämlich eine Reihe Häuser machen. Oben drüber farmen. Hier unten will ich ja gar nichts bauen. Das ist ja der Bereich von unserem Förster. Aber das Eisen hier muss weg. Ich denke auf jeden Fall, ab und zu wenigstens mal so ein Häuschen zu bauen.
Wenn du es irgendwie hinkriegst, weil sonst sterben dir irgendwann alle Leute auf einmal. Ah. Ja, stimmt, tatsächlich. Vielleicht könnte man mal wirklich so ein Häuschen bauen. Wenn es nur eins ist, wärst du das so ab und zu. Stimmt. Sparen wir noch nicht an. Irgendwann nachher das große Machtensterben hast. Sparen wir doch dieses Häuschen fertig. Es ist schon fast fertig. Und dann kann ich ja versuchen, diesen Steinbruch jetzt mal zu bauen, ne? Sagen die, das Holz ist immer zurück ins Lager, um dann wieder zurück zum Steinbruch, oder? Ja, tatsächlich. Das ja, ist tatsächlich. Das ist, ja, meine Art die ganze Zeit. Hier liegt schon alles zum Steinbruch bauen, aber nö. Schon nicht so ängstlich. Niemand gesagt, dass du intelligent sind. Ach, guck mal, da geht's langsam bei uns an die Ernte. Und dann kriegen wir gleich auch noch mal hier ein bisschen Fahrt in unser Labor. Jawohl, Gabbage kommt wieder rein. Wird schon wieder abgeerntet. Früher Herbst. Wunderbar. Gibt's wieder Futter? Die Fischer machen auch ihr Ding. Doch, sieht halbwegs gut aus. Warme Kleidung und Feuerholz kriegen wir jetzt sogar auch, ne? Jawohl. Passt. Aber die jetzt die ganze Zeit nach Holz bringen. Von dem Steinbruch. Genau. Also sind die Forester gerade nicht alleine mit ihrer Holzproduktion. Machen die Laborer, machen das gerade ziemlich gut. Oh ja, die Nahrungsvorräte füllen sich. Leder wieder 4. Sehr gut. Aber wir haben noch 20 warme Kleidung, also brauche ich den Taylor noch nicht wieder einzuschalten. Aber die schreien immer noch nach Werkzeug, also der arme Schmied hat zu tun. Das geht jetzt gleich wieder ganz schnell, wenn die Farmer ausfallen. Ja, dann geht's wieder auf einen Schlag voran, ne? Dann geht's wieder auf einen Schlag hier. Bap, 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 bap. Dann haben wir nämlich ganz viel Arbeiter. Danke, Arbeiter. Dann bauen wir hier die Häuschen voll. Wenn wir die haben, expandieren wir auf die andere Seite rüber. Mit Häusern. Wir sind auch direkt am Brunnen hier, also ich denke, wenn ein Feuer ausbricht, kriegt man das direkt in den Griff. Hoffe ich doch zumindest. Also die leben nicht am Limit, die leben am Brunnen. Da, 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 da. Damit hat er nicht gerechnet. Nee, der ist ihn geschlagen. Damit hat niemand gerechnet. Los, erntet die Felder. Gabbage, Pepper. Sehr geil. Der Schmied hat selber kein Werkzeug, das ist geil. Na, der Arme, der muss mit den Händen, muss der mit den Händen stampft der das Eisen. Sivona Draht muss ein guter Schmied aushalten. Zivilisation. Macht der alles. Ja, die Toolreserve ist wirklich low, aber der Schmied arbeitet dran. Der kann nichts dafür, nee, der kann ausnahmsweise wirklich nichts dafür. Der gibt sich wirklich Mühe. Aber geil, mein Wald wächst nach, das ist sehr schön. Das sieht aber süß aus da um den Typ rum. Muss man meinem irgendwann das ganze Iron da wegräumen. Das verbraucht jetzt hoffentlich mal Stück für Stück der Schmied.
schaffe ich die auf dem leeren Feld und dann auf dem. Jawohl. Manchmal. Farming funktioniert gerade wieder sehr gut. Also das kommt hin. Und die Walnüsse, die kommen ja erst noch. Das dauert noch ein bisschen. Scheint schon wieder Herbst. Yeah, da haben sich ganz viele Rehe hinter meinem Jäger, direkt hinter dem Jägershaus stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rehe. Der Jäger braucht nur aus dem Fenster zu schießen. Mit seinem Bogen. Aber es läuft. Es läuft. Feuerwut. Stein brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt, aber wird jetzt auch bald produziert, weil mein Quarry ist kurz vor der Fertigstellung. Was ich kurz vor der, aber kann bald gebaut werden. Kurz vor der Fertigstellung. Ganz kurz davor, jeden quasi Moment ist es soweit. Schon, wir werfen einen genauen Blick drauf, warte, ja, jetzt warten wir. Mir geht's esse immer, aber zerren sich das direkt in die Häuser rein bei mir. Meine Werkzeuge sind direkt immer weg, sobald er die produziert hat. Ja, bei mir auch. Aber es ist ein weniger bei fühlt mir. Sich alles. Wenn du Orphanel mit deinem hast, lässt du dir immer Anzeige deine allgemeine Stadtgedöns mit dem Herz und so? Ja. Da ach, steht auch, wie viel auch. Ken Werkzeugschaden. Das ist ja, ob es weniger wird. Wo sind die? Einer von deinen vier ist tatsächlich immer noch mehr Blacksmith. Wie viel kein Werkzeug kann? Ja. Wo steht denn das? Direkt neben deinem Stadtname. Ah, 5 Leute. Ah, cool. Also hier, das ist cool. Was? Der Jäger. Da hat dieses Großprojekt genommen. Mal jetzt A durch, heißt man kann die Farmer abziehen. Es geht in die Bausaison. Ah ja, meine Farmer, ja, die können ja weg. Gut, dass du es erwähnst. Es geht in die Bausaison, ihr Leid. Weg mit den Farmern, her mit den Bauern. Bausaison. 3 Bauer, 6 Laborer und gib ihm. Ich baue mir noch einen Fischer mehr. 5 Laborer müssen reichen. Hier, das ganze Eisen muss weg, dann können hier nämlich Bäume wachsen. Und dann bin ich mal gespannt auf den Steinbruch hier. Dann würde ich hier noch gerne eine zweite Bahn hinmachen, eine zweite Scheune mit einem Lager nebendran. Sowohl er, der Förster und die Steinleute hier ablagern können. Und egal, was wir hier noch anpflanzen, dass die auch nicht so weit können. Auf jeden Fall diese Linie. Alles unterhalb dieser Straße will ich frei halten. Das wird nur Forstgebiet hier. Hier kommt sonst nichts hin. Sehen wir zum Staunen, wie ein Haus hinaufgezimmert wird. Die Reserve in auf unglaublichem Tempo. Mit
Ja, ich muss, wie du sagst, dran denken, jedes Jahr ein Haus zu bauen, dass die mir alle wegsterben. Ja. Also, du produzierst ja keinen Nachwuchs. Mir hört sich auch sehr charmant an. Naja, muss ich auch mal gucken, wie alt die Kinder jetzt schon sind in deinen Häusern. Ne? Bei mir gehen die jetzt teilweise schon 18. Ey. Fürs Mittelalter, der ist schon verstohlt. Ja, ja, 23. Der muss raus, der muss nachkommen. Der ist 32, der ist 38, die Alessia. 38, also geht's jetzt auch bald los. Ja, die Hauptleute, oder, achso, mit dem Sterben. Nee, ich glaube, alt Gänse schon relativ. Also zumindest, wenn der medizinische Versorgung stimmt. Ich hab noch gar keine. Ich auch nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie alt sie gehen. Ah, vielleicht könnte man wirklich mal überlegen, dieses Kräuterdings zu bauen, ne? Heilkräuter, simple Heil. Das mache ich hier hinten hin, genau. Das soll hier hin. Möglichst weit hier. Dann kann ich nämlich, weil der unten das Gebiet, das wird ja immer beforstet. Kann sie zumindest mal dort Kräuter sammeln immer. Wenn hier die Straße ist, hier schön rüber. Dass das immer in diesem beforsteten Gebiet ist. Oder mache ich sie direkt neben den Förster? Ja, ich mache sie direkt neben den Förster. So, und schon baue ich wieder mir in den Förster rein. Super. Dann geht's schon wieder los. Diese Straße hier, das ist die Linie. Unter der wird nichts gebaut. Bis hierhin. Hier darf ich nochmal bauen. Dann baue ich hier die Bahn hin. Die Scheune mit dem Ganzen. Dann habe ich nämlich diesen Bereich hier auch noch mit abgedeckt. Müssen die zwar weit laufen, aber ist mir scheißegal. Stein ist wieder low. Bei mir low. Tools sind low. Wer hätte es gedacht? Tools sind low, Steine sind low. Alles ist low. Aber jetzt wird hier gebaut. The travel I've seen. Low, buddy, low. Boah, der braucht... My darling. Der braucht noch so viel Holz, Mann. Ich baue zu viel. Ich baue wieder zu viel. Später Winter, ist bald wieder Frühling. Dann muss ich die wieder abziehen, die ganzen Labore. Wird jetzt aber, das wird, ich expandiere jetzt rüber auf die andere Seite, das wird gut. Ja, dann bauen wir ein paar Häuser hier noch auf der Reihe hin. Dann kriegen die noch einen Brunnen. Und dann kann ich hier noch Felder, hier kommt die Scheune hin, genau, und dann mache ich hier nochmal Felder. Das wird gut. Das macht meine Nahrung. Ist noch gut halbwegs. Aber muss ich mich auch bald wieder drum kümmern. So, später Winter, jawohl. Ist doch schon mal was. Warum? Ich hatte Zehationen.
Wie gefriert? Vibriert! Ach, vibriert's? Ne, bei mir vibriert's nur durch Halluzination. Okay, dann solche Flashern um und schon fast. Dass mir irgendwelche Geistererscheinungen kommen. Hast du den ganzen Tisch nur was Vibrierendem abgesucht? So, was vibriert hier? Was ist hier los? Dachte ich gerade so, vielleicht hörst du aus deinem Mikro, aber. War das auch nicht der Fall. Oh ja, Iron Tools. Jawohl, 9. Geht hoch. Warme Kleidung. Geht langsam runter, aber wir haben noch kaum Leder. Das brauchen wir auch noch nicht. Da hinten mit einem zweiten Jäger bauen vielleicht. Größeren Bereich abdecken. Aber jetzt erstmal das bauen, was wir hier bauen. Ich baue jetzt nichts mehr. Lass die erstmal die Gebäude jetzt bauen. Early Spring. So, 4 Farmer. 1, 2, 3, 4. 4 Farmer bitte. Dass unser System nicht zusammenbricht. Das klappt. Das klappt. Nummer 4 Labore. Geil, jetzt geht's voran. Feuerholz ist niedrig, aber es ist jetzt auch Frühling. Braucht definitiv einen zweiten Forester. Ich kämpfe so mit dem Holz. Könnte man hier so schön den Brunnen wieder hinsetzen, ne? Hier und dann später noch hier einen. Überall Brunnen sind. Aber den baue ich erst, wenn die Steine jetzt hier endgültig abgebaut werden. So, Forrester. Ich dachte mal hier, wo ich mal so Sachen wie Kirsche und so nachher hinmachen könnte. Wenn ich mir die Plätze frei halte, damit die halbwegs vernünftig und sinnig durchstehen. Wäre schon. Eine Kirsche? Ja. Oh, geil. Brauche die halt für Happiness. Oh, die geht genau hier hin. Verdeckt sie zwar meine Scheune, aber eigentlich wäre das ein geiler Platz für eine Kirsche. Hier wäre scheiße, dann hätte ich hier, obwohl, da hättest du noch Bäume dazwischen. Eine Kirsche und einen kleinen Friedhof daneben. Oh yeah. Da bin ich nämlich auch. Oh, warte doch. Ich gerade im Überlegen, dass ich das schon mal irgendwo hinplane. Geil, das mache ich hier hin. Und dann noch der Brunnen, das sieht bestimmt geil aus, wenn ich rundherum den Friedhof baue. Geil. Oh doch, ich habe eine Idee. Hoffentlich klappt das. Das machen wir noch. Den Platz halte ich mal frei. Das wird mega. Ja, damit ich das so halbwegs sinnig da irgendwo hinkriege, weißt du? Ja. Ich kann es nicht mehr überlegen. Also Eisen ist hier richtig viel, ey, aber so wenig Stein. Ja, wir haben mal richtig Lack, ne, also. Oh, warme Kleidung geht aus. Muss ich den Taylor wieder anschalten. Auch wieder einen Taylor. 1. Zwar nur 8 Leder, aber naja, wenn er mal ein bisschen warme Kleidung daraus herstellt, soll mir das recht sein. Ich hoffe auch mal, dass die... Ah, die Nussbäume, jawohl, die kommen jetzt auch bald. Nur 7%, geil. Die sind groß genug. Eher geil. Gibt's so bald Walnüsse oben drauf. Hat lang gedauert, hat jetzt 2 Jahre gedauert oder 3 sogar, bis die Bäume jetzt mal angewachsen sind. Aber irgendwie nice. Irgendwie cool. Irgendwie sehr geil. Ich glaube, ich mache hier noch auch eine Farm hin und dann hier noch Bäume noch immer. Damit das so ein bisschen umringt ist. Die Leute müssen ja auch Nüsse zu Weihnachten nennen. Es sind 14 Grad und er friert. Ist das ein Witz? Na gut, 14 Grad. Ja, es ist nicht warm.
aber auch nicht. Wollte gerade sagen, ist jetzt auch nicht gerade das Masankind. Aber auch kein Schneeflockensymbol wert. Der übertreibt. Der gute Mann. Geht's schon ruhig, wo nicht so dran stelle. Meine Taktik ist auch wieder, ganz viele möglichst viele Nahrungsmittel anzusetzen, aber nicht übertrieben viele von einer Sorte. Wie bei Kingdoms Reborn. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Schmied macht immer noch Eisenwerkzeug. Oh, haben wir Nummer 13? Sehr gut. Dann, ja. Abwarten. Also ich beschäftige immer gerade mal 4 Farmer für meine ganzen Felder und Walnussbäume. Aber es geht gerade so Arsch auf einmal immer auf. Ich hoffe, das behalte ich bei. Wenn es mal früh kalt wird im Herbst, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich das mit Fischern oder Jägern irgendwie nochmal ausgleichen. Die kann ich immer noch hochstufen. Ich hab so wenig Holz. Also Holz ist wirklich übelst. Ich freue mich, wenn der zweite Forester fertig ist. Vielleicht passiert da nochmal was mit dem Holz. Und dann brauche ich Menschen. Ne? Aber 21, das wird. Und 9 Kinder. Ich mache hier noch 2 Felder hin. Hier die Scheune hin und hier Häuser. Aber alles erst, wenn es hier mal gebaut ist. Aber gleich im Winter geht es wieder ab, wenn die ganzen Feldarbeiter wieder als Arbeiter eingesetzt werden. Die Feldarbeiter ausfallen. Mir geht das Holz tatsächlich aus, ne? Ich brauche mehr Holz. Weg mit den Bäumen. Weg damit. Warme Kleidung 7. Ja. Kein Leder mehr, ne? Ja. Kann ich die Taylor-Produktion nochmal einstellen? Kein Leder. Also bräuchte man auch noch einen zweiten Schmied. So, im Winter wird wieder richtig böse weggearbeitet. Den ganzen Platz hier, den wir hier machen müssen. Die Bäume müssen gefällt werden. Wir brauchen Holz. Holz, um Holz zu produzieren. Die ganzen Bäume hier können weg. So, Essensreserven sind wieder low.
Macht aber nichts, die Ernte ist bald fertig. Also es geht gerade so immer mit ein bisschen Plus geht's auf. Mit ein bisschen Plus geht's auf. Noch. Also ich muss jetzt auch langsam dann wieder neue Felder hier bauen. Und das kann ich hier. Gott, es bitte pausiere, wenn ich dich jetzt baue, sind wir hinüber. Used to define an area for hunting wild game. Was ist denn das? Achso, das ist der Jäger. Ich würde halt auch gerne mal Kühe anfarmen und so, aber wenn ich ja keine Kuh habe, bringt mir das Ganze nichts. Nee. Spielt tatsächlich statt. Die sind leider nicht einfach da. Die spawnen leider. Ah, das Feld ist 12. Das ist insgesamt lang. Bis hier. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, okay, dann muss ich... Ah, da will ich ja den Brunnen hinhaben. Machen wir hier so, das wird noch ein Feld. Wird das ein Feld? Hier würde ich gerne Rinder halten. Aber ne, komm. Vielleicht ein Feld und dann Rinder. Nebendran. Später mal. Ich mache immer noch ein Feld hin. Kommt der ganze Kram hier weg. Hier muss ein Brunnen unbedingt hin noch. Falls was passiert, dass man dann auf jeden Fall Wasser löschen können. Der Bau des Brunnens wird aber pausiert, weil wir eh keinen Stein haben. Und dann will ich hier später die Kuhfarm haben. Hier. Es geht jetzt nicht wegen dem Brunnen, echt? Gott, Brunnen kommt weg, vergiss es. Brunnen muss an eine andere Stelle. Hier hätte ich gerne einfach Kühe später, so. Aber brauchen wir auch noch nicht zu bauen. Das kann man schon machen, Feld ist kein Problem. Dann können wir hier nämlich ein paar Häuser hinbauen wieder. Ich muss mal meinem Forester da auch ein bisschen freiräumen, fällt mir mal gerade. Da liegt ja so viel Iron und Gedöns, wo der überhaupt nicht bauen kann. Anbauen kann. Ja. Ja, das räume ich auch die ganze Zeit weg. Alles, was so Iron, Stein und was so im Weg ist, muss beim Förster, muss weg. Oh, ja. Wir sind schon nochmal über der Folge, sehe ich gerade. Und ja, wenn nicht, Leute, es geht voran. Wir sind am Expandieren auf die rechte Seite des Flusses. Das wird mega, Leute, das wird mega. Hier unser Kräuterlinge, ne, das ist der Forester. Hier die Kräuterdame, die dann später uns Heilkräuter hoffentlich besorgt in diesem kleinen Waldabschnitt, den wir auch offen lassen für Wald. Und vielleicht bleiben dann auch hier die Tiere, dass ich vielleicht dann irgendwo auch hier noch einen Jäger lohnt später, einen zweiten. Weil Jäger brauchen wir unbedingt noch für warme Kleidung. Alles in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like da,
Würde mich riesig freuen und einen Kommentar vielleicht. Werde ich mir durchlesen und werde antworten. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge Banished. Euer Ghostie.